Berlin. Du bist so wunderbar. Hey Lenny, na mein Bester, was geht denn? Hallo Schick, Alter, was gibt's denn? Was hast du auf dem Herzen? Wie sich das schon wieder anhört. Mensch, als wenn ich dich nur anrufen würde, wenn ich was von dir wollen würde. Mann, Murat, sag schon, was du auf dem Herzen hast. Ich hab nicht viel Zeit, Mann. Gysi wartet schon auf mich. Hey, Alter, nie hast du Zeit, ey. Ich ruf ja nun echt nicht oft an. Aber wenn ich anrufe, hast du immer was zu tun. Wo soll denn das noch hinführen? Hey, Murat, du rufst morgens um 2 Uhr bei mir an und wunderst dich ehrlich, dass ich keine Zeit hab. Naja, ich dachte ja nur, dass du Zeit hast. Ich meine, damals, wo es nach Amerika ging, warst du auch schon um 3 Uhr morgens bei mir. Und da dachte ich, ruf den Lenny am besten zu der Zeit an, wo er erreichbar ist. Und ich bin eben von 3 Uhr morgens ausgegangen. Was hast du denn Wichtiges zu sagen? Bernd hat mich eingeladen, ich sollte 14 Uhr auf seiner Farm sein. Und naja, da dachte ich frag mal meinen besten Kumpel, ob er mit will. Ja, und warum rufst du dann bei mir an? Ich dachte, du bist mein bester Kumpel, aber egal, kommst mit? Okay, ich bin sofort bei dir, mein Bester. Ich glaub das nicht. Der Werner kann sich von seinem Hungerlohn eine Farm leisten. Hammer. Wieso? Gleich, es ist doch erst 3.10 Uhr und du wolltest doch was mit Gysi machen. Was? Gysi? Hey, mit dem Gysi habe ich nichts zu tun. Mann, ich wähle schon seit Jahren die Grünen. Also bleib mir mit Gregor Gysi fern. In 20 Minuten bin ich bei dir. Nein, nicht dem Gysi. Die Gysi aus der Schenke. Knapp 2 Stunden später. So, da sind wir. Nur 5 Uhr morgens. Umgeben von Feldern. Mit Tee. Und da hinten ist eine Vogelscheuche. Hey, die sieht grausam aus. Kein Wunder, dass hier keine Krähen sehen. Hey, und da vorne? Das sieht aus wie Werners Farm. Lenny? Die Vogelscheuche, das ist Werner. Mit einem Sonnenhut und einer Sonnenbrille. Aber du hast recht, der sieht echt gruselig aus. Aber sei heute mal nett zu ihm und begrüße ihn nett mit... Na, Alter, du alte Vogelscheuche, wie geht's dir? Ja, schon gut. Stell mich nicht immer so da, als wäre ich immer der Werner komische Spitznamen gibt. Aber meistens machst du es eben doch. Naja, okay, nun kein Wort mehr drüber. Da kommt unser Longsong Cowboy. Hey, na Werner, du alte Vogelscheuche, was macht das Landleben? Mensch, Lenny, du Nuss, das sollst du doch nicht machen. Ah, Werner, und wie bist du an die Farm gekommen? Hast du irgendwelche seltene LPs von den Beatles verkauft? Oder mal wieder im Lotto gewonnen? Ach so, ein Eurojob, als was denn? Siehste, hab ich doch gesagt, dass Werner die Vogelscheuche mimen soll. Und nun, das ist echt vom Amt zugelassen worden. Ob das echt rechtens ist, Werner? Ich meine, hey, die stellen dich als Vogelscheuchenkontrolleur ein und in Wirklichkeit sollst du hier als Vogelscheuche arbeiten. Naja, ich meine, die Arge, die schickt ja auch meinen Onkel Howie. Dem haben sie damals, als er kaum Auftritte hatte, auch einen Lehrgang in Ungarn angeboten und haben dem beigebracht, wie man ein Kanu baut. Und ja, damit dann in Berlin sein Kanu auf dem Spree testen konnte. Und, der hat das einfach mitgemacht? Ja. Er hat das mit seiner Spezialtour in Ungarn verbunden, so konnte er doppelt abgreifen und musste keine Miete bezahlen. Hat also alles seine Vorteile und ein neues Kanu hat er jetzt auch. Ja, das ist eine Hammer-Idee. Werner, wir beide trinken einen Irish Tea mit einem Schuss Rum. Ich kenne euren Schuss-Rum-Mischungsverhältnisse von 90 zu 10 und meist nehmt ihr ja doch kein Rum, sondern Wodka. Das müsste dann russisch Tee heißen. Ich habe ja noch nie was geraucht, aber bis jetzt habe ich auch noch nie gehört, dass jemand einen Pfefferminzblatt rauchen tut. Ist doch egal. Hier wäre einer der Wodka. Und du steuerst die Becher und einen Tee bei. Gib mal her, ich teste das jetzt mal. Boah, Alter, das ist doch gut. Boah, das ist kein Tee, Alter. Das ist Cannabis, reines Cannabis. Scheiße. Oh Mann, Moa, du Nuss. Musst du mich so erschrecken. Dann hab ich die Flasche Wodka über Werners Klamotten geschüttet. Das ist mir mal absolutens egal. Ich brenn das hier gleich alles ab, ey. Wenn die Bullen mitbekommen, dass Werner hier in dem Feld mit Cannabis bewacht, dann buchten die den doch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ein. Ich fackel das Teil ab und gut ist es. Erstens, wenn du jetzt zündeln willst, dann nicht in der Nähe von Werner. Hey, da braucht er nur mal einen Funke überspringen. Und der Junge brennt wie eine Kerze. Und zweitens... Lenny, sei leise. Du machst schon allein mit deiner Anwesenheit so viel Wind, dass meine Streichhölzer ausgehen. Ach du Scheiße, Murat. Du Kunde, du hast Werner angesteckt mit einem Streichholz. Boah, Mano. Ach du Scheiße, ey. Der brennt ja wie Stroh. Mist, ey, dem müssen wir helfen. Well, Murat, deine Jacke. Und ich dachte, wir löschen die Sache mit Wodka. Nur weil man umgangssprachlich ab und zu mal sagt, Mensch, hab ich einen Brand? Kannst du diesen Brand doch hier nicht mit Wodka löschen? Puh, okay, das wäre geschafft. Das Feuer ist aus. Ja, ist es. Es qualmt halt noch ein wenig. Und Werner scheint es auch gut zu gehen. Nur ein wenig versickt. Nee, Werner. Der Murat redet wörst Zeug. Der steht nur unter Schock. Hey, mein Bester. Das mit dem Feuer und so war gespielt.
Ach du Scheiße, dann sollten wir dafür sorgen, dass Werner in der Schenke keinen Spiegel sieht, ey. Und wenn ihm heute jemand sagt, dass er sehr verbrannt aussieht, müssen wir April, April sagen. So, dass Werner denkt, dass die ihn wieder verarschen wollen. Ganz genau, Murat. Und bis morgen früh hat er eh alles vergessen. Wir machen mit ihm einfach eine Amortisierung, dann ist sein Gedächtnis morgen clear. Berlin.